Also mein Vater ist Grieche und meine Mutter ist Deutsche. Von beidem das Beste. Aber kannst du mir helfen? Die Schublade klemmen. Du musst da rechts. Soll ich sie treten? Nee, rechts. Warte, komm. Vater und Tochter. Wie läuft's? Im Großen und Ganzen schön, weil wir ein gutes Verhältnis haben. Also der ist auch wie mein bester Freund eigentlich. Ich kann ihm immer alles erzählen. Er erzählt mir auch alles. Aber na klar, es ist auch anstrengend. Als ich 17 war, ist er nach Griechenland in Urlaub gegangen. Hat mir seinen Laden 6 Wochen ganz allein gelassen. Echt? Ich hatte keinen Führerschein. Mit 17 stand halt hier, hatte eigentlich Bock auf Party und habe da meine Sommerferien mit Gyros machen damals verbracht. Aber ich habe es auch gepackt, ich bin hier reingewachsen und ich sag eigentlich immer, ich bin selbstständig, auch wenn es sein Laden ist. Ja, klar. Bevor es heute richtig losgeht, trinken die beiden einen griechischen Mokka hinterm Haus. Beide hoffen auf Gäste. Denn zurzeit ist spürbar, dass die Leute hier in Sindelfingen weniger locker ihr Geld ausgeben. Ja, jetzt die Woche war es ziemlich schwach, muss ich sagen. Mittags hat man gerade mal 3, 4, 5 Gäste, gell? Ja, vielleicht. Also eigentlich haben wir das ja nie, wir haben schon so 20 Leute rum, aber die Woche war es ein bisschen ruhiger wie sonst. Eigentlich haben wir auch große Bestellungen. Da ruft dann einer an und bestellt gleich für 50, 60 Euro und holt es ab. Wir liefern ja nicht. Und das ist die Woche auch ausgefallen. Also ist ganz seltsam. Kennen wir so eigentlich nicht. Gib mich deiner, hallo. Und dann ruft gleich einer an. Hi, Andi. Hast du schon eine Idee? Ja. Zwei Burger mit allem. Von Stammgästen wie Andi lebt der Imbiss. Ja, wegen der Atmosphäre und wegen den Burgern halt, weil sie schmecken. Klar. Und es ist halt nicht selbstverständlich, dass ein Burger auch schmecken muss, klar. Ja. Ja. Ist halt was anderes wie McDonald's oder Burger King oder die ganze Fraß, darf man sagen. Wenn ich mit meinem Papa zusammen im Laden arbeite, stehe ich an der Grillplatte. Und das ist aber auch super, weil ich mache halt gerne das Essen. Ich habe mir da selber so eine Challenge gesetzt. Das heißt, ich tue bei jedem Essen so, als würde ich für die Königin machen. Also ich gebe mir bei jedem Essen extrem Mühe. Einfach so, damit ich mich wohler bei meiner Arbeit fühle. Tina macht sogar die Brötchen für die Spezialhamburger selbst. Natürlich hilft Papa Dimi, wenn nicht so viel los ist. Und das macht einen doch auch stolz, wenn man was schafft, was andere glücklich macht. Und das geht nur, wenn du es selber herstellst. Aber hier hast du nichts mit. Ihre Kundschaft ist ihnen auch deshalb über den Corona-Lockdown hinweg treu geblieben. Eigentlich sind wir sehr gut über die Runden gekommen. Besser wie jetzt. Aber ja, so ist es halt. Ein Hoch und Tief. Genau. Und das war eine gute Zeit für uns. Also da haben wir auch richtig Geld, Tina. Wir haben das zusammen durchgestanden. Das hat uns noch näher zusammengeschweißt. Und der Laden läuft noch. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wir haben wirklich viele erlebt, die zugemacht haben. Das war super traurig zuzusehen, wie Sindelfingen ist ja eh nicht so am Laufen, weißt, wie da noch weniger immer wird. Da sind wir froh, dass wir es geschafft haben. Geschafft hat es auch ihre griechische Nachbarin mit ihrer Kneipe. Dimi bringt ihr öfter ihr Mittagessen vorbei. Aber wirklich, du? Ja. So, vielen Dank. Christo, da ist ein Gesilligo besser, Vielen Dank. Also ich bin 69 in Sindelfingen gekommen und damals hat er seinen Vater auf dem Markt Gemüse verkauft und hat das Objekt hier jahrelang als Gyros gehabt. Und so kennen wir uns alle, die erste Gastarbeiter, sagt man so, ja. Alles gut, hi. Na? Bist du mal wieder da? Ja, Frühstück, weißt du. Ich weiß, wie immer, genau. Ich hab's auch gerade fertig, 2 große Heu, also ein doppelter, genau. Der Favorit. Der doppelte Chili Cheese, Level 2 Schärfe, mittlere Fleischpatties, 2 Stück mit extra scharfer Soße vom Dimi selbst gemacht und selbst gegrowten Habaneros. Das unterscheidet uns von den anderen. So, das haben wir Stammgäste gemacht. Die schaffen beim, also in so einer speziellen Firma, wo sie sowas herstellen und der hat mir das dann geschenkt. Die Stammgäste werden dann auch schon zu Freunden, wenn man sich über Jahre immer wieder sieht. Und dann kamen die damit einfach an, haben ihn überrascht. Und wir haben uns natürlich mega gefreut, weil das kann ich ja fast, ich wüsste nicht mal, wo man sowas bestellt, weiß. Die Brötchen sind meine Babys, ich bin auf jedes so stolz. Ich touch die und die sind fluffig und ich bin glücklich. Und welcher Imbiss hat schon sein eigenes Logo auf seinen Hamburger Brötchen? Das sagt sie jedes Mal. Ja, das sag ich echt jedes Mal. Irgendwann mal kam das dann, dass ich da nicht mehr heul bei den Zwiebeln und so Sachen.
Pünktlich um 11 Uhr seid ihr da. Hallo, lange nicht mehr gesehen. Ja. Dimis Stiefmutter und Stiefschwester sind heute nach lange mal wieder zu Besuch. Früher waren sie auch im Imbiss dabei. Ja, man muss älter gelaufen. Wir haben ganz früher nur Gyros gehabt, also keine Hamburger und sowas. Da habe ich dann noch mitgeholfen. Gyros war damals relativ viel bei den Sindelfingern, oder also die, wo halt hier in der Gegend wirklich essen wollten, war viel mit Gyros, aber es ist halt weniger geworden und dann hat er seinen Weg eingeschlagen und ich glaube, den hat er ganz gut gewählt. Und noch mehr Familie. Dimis Enkel, die Kinder der Junior-Chefin Tina. Es ist der erste Ferientag. Ja gut, der Opa freut sich, na klar, auch seine Enkel zu sehen. Also sonst käme der wahrscheinlich nicht so viel dazu. Ist, glaub, gerade ideal für alle. Und das Beste ist, ich muss nicht Mittagessen kochen. Und Opa hat heute auch noch was vor. Dieses Capsaicin, was in den Chilis drin ist, wenn das auf der Haut ist und du reibst dir nachher das Auge oder sonst irgendwas, das geht nicht mehr weg. Dimis Leidenschaft sind Chilis, aus denen er seine scharfen Soßen zaubert. Ich probiere die Soße auch, also immer wieder. Naja, was nicht zählt, weil seine Zunge schon ziemlich taub. Junior-Chefin Tina ärgert sich über die gestiegenen Preise. Und dann schau dir das an. Zahlst so viel und dann hast du da trotzdem so schlechte Qualität. Oh, was kostet ein Sack Zwiebeln? Fast 50 Euro, gell? 50 ein Sack Euro, bedeutet 25 ja. Kilo. Aber das ist ja noch gar nicht so lange her, es sind vielleicht 3 Jahre. Also es ist in kürzester Zeit so hochgegangen. Teilweise mehr als doppelt so teuer. Für sie kaum reinzuholen, obwohl sie schon alles selbst machen. Das sind alles meine Hotsoßenrezepte und das sind ja meine Soßen. Und heute machen wir eine Mango-Melone. Und natürlich sind auch da Chilis drin. Aber Vorsicht, scharf. Irgendwann mal kam das dann, dass ich da nicht mehr heul bei den Zwiebeln und so Sachen. Also da muss schon eine ganz scharfe dabei sein. Aber die Habaneros, da bin ich nicht geweiht davor. Also direkt davor stehen jetzt. So, und dann kann man schon die ganzen Früchte reinwerfen. Ich habe jetzt hier Melone und dann haben wir noch die Mangos. Und für alles hat Dini ganz eigene Ideen. Der hat da seinen Stempel drauf gemacht, dass es nicht ganz so plump aussieht. Und das hält halt alles zusammen, weißt du, das saugt das Fett auf und das ist auch günstig. Und das, wenn wir ehrlich sind, das wird gegessen und landet im Müll, weißt du. Und dann kann es auch einfach nur ein Kaffeefilter sein. Na, alles gut? Habt ihr schon was gegessen? Ja. Was gab's denn heute, lass hören? Du sollst wissen, was du gerade gegessen hast. Den Pommes. Ja, wer hätte gedacht? Das war's. Ja. Das hat gereicht. Und ich hab noch Oliven. Aber 2 Portionen Pommes. Der etwas ruhigere Montag ist immer ein guter Tag für Dini, seine Spezialsoßen zu komponieren. Nicht zu scharf, also für mich, aber ist wirklich sehr, sehr fruchtig. Und ich überprüfe. Probier. Nicht zu scharf. Ist sie soweit fertig? Auf jeden Fall ultra fruchtig. Und jetzt kommt, ne? Ist noch ein bisschen scharf, ja. Aber es soll ja auch scharf sein. Es ist nicht die Hölle, es geht viel schlimmer. Der hat mich schon Sachen probieren lassen, als mir die Luft weggeblieben. Und ich bin halt leider nicht so eine Hardcore-Scharfesserin wie er. Deswegen bin ich immer das gute Gegenversuchsstück. Weil für ihn ist immer nichts und ich kann immer einschätzen, okay, welches Level haben wir gerade. Aber die ist super. Und das alles neben dem normalen Tagesgeschäft. Die Kundschaft kennt es nicht anders. Mit dem Okay von Tochter Tina darf abgefüllt werden. Und die Gäste schauen zu. Er macht alles selber, ist ein Familienbetrieb. Was will ich denn mehr? Ich kann fragen, wo das Zeug herkommt. Das wird gesagt, die Soßen macht er selber, die verkauft er nebenher. Es gibt für einen Grillabend daheim eigentlich nichts Besseres als die Soßen von ihr. Oh, du bist ein Schatz. Ich weiß. Das sind die berühmten Space Wars. Der Tipp ist immer wichtig, Vorsicht heiß, weil... Und dann ist halt das Käse pur. Das ist eine Sünde. Aber man muss sich sowas auch mal gönnen. Aber auch für einen Kultimbiss kann etwas Werbung nicht schaden. Dafür sorgen heute Dimis Enkel, ein echter Familienbetrieb.
In der Gastro? Nein, ehrlich gesagt nicht. Naja, es ihm gefällt. Wieder ein Ferientag für Junior-Chefin Tina und ihre drei Kids. Da gibt's veganen Chicken Wrap oder einen Falafel Wrap. Da siehst du, die Falafel machen wir auch selber. Dann hätte ich gern das. Heute ist Dimis zweite Tochter Nadine hinter der Theke. Machst du auch was? Ja, ich hätte gern ein Frappé. Ja, okay. Papa? Ein Frappé. Und mach ich dir gerne. So haben auch schon Tina und Nadine Pommes auf die Straße gemalt, als sie klein waren. Deine Lieblingssoße, was isst du am liebsten? Tzatziki. Ja, dann mal Tzatziki. Lustigerweise sind wir die Erzieherin von der Luna und von Mino. Genau, und da hat Tina uns einmal hier eingeladen. Davor kannten wir es gar nicht. Und ja, ich lieb's hier. Du kriegst ja auch was. Mittwochabends ist immer viel los. Deshalb hilft dann auch Nadine. Vegane Mayo, die machen wir selber. Dann ist kein Schnickschnack drin. Beide Schwestern sind Veganerinnen. Vorher hatte ich meinen Traumjob. Das war Escape Rooms bauen. Und zwar überall. Ich habe da die Rätsel ein bisschen, also mir Rätsel ausgedacht. Ganz oft ist auch mein Geburtsdatum der Code für ein Tresor. Ja, die Corona-Krise hat es leider mir weggenommen. Also das mal gucken, vielleicht gehe ich wieder zurück. Vegane Mayo mit Soja statt Ei. Und nebenan brutzelt das Fleisch. Grazie, che è stato fermo. Nee, jetzt haben wir ein bisschen griechisch uns unterhalten, weil es kommen ja auch griechische Gäste rein, obwohl es jetzt ein Burgerladen ist. Wir waren ja klar schon alle traurig, aber mir hat es halt leider dann auch nichts mehr gebracht, wenn die Kundschaft nicht mehr da ist. Und deshalb hat er vor 8 Jahren von Gyros auf Burger umgestellt. Aber keine ganz normalen Burger. Dafür haben Dimi und seine Töchter viel zu viele Ideen. Die Nachbarin hat bestellt. Ja, okay. Ja. Aha. So, wer hat bestellt? Ja, wir. Oh, sehr gut. Die besten Burger in Town. So, gut, aber die sind wirklich die besten. Lasst es euch schmecken. Da steht da 1 bis 120 und schau mal, wir sind jetzt bei 350. Der Name, also Italien, war unser allererster. Wir haben ja jede Woche einen anderen Burger, einfach damit es hier nicht langweilig wird. Und am Anfang sahen die auch noch voll schäbig aus. Da hatten wir noch gar keine Ahnung, was wir machen. Und da ist Spock gestorben. Kennt ihr den von Star Trek? Der hat sich vegan oder pflanzlich ernährt. Und deswegen haben wir ihm zu Ehren den ersten vegetarischen Burger gemacht. Das hatten wir damals noch gar nicht. Guck mal, 2 Euro voll süß. Was kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, geht echt nicht, weißt du? Oh, der Halloween-Burger, den habe ich mit Karottensaft im Teig gebacken, damit das Brötchen orange wird. Das wirkt jetzt auf dem Foto gar nicht so. Doch, aber man. Hey, Mann, ich erinnere mich, mein halbes Leben steckt hier drin, weißt du, was ich schon alles gemacht habe? Jetzt würde ich Kinderbilder angucken. Es ist 6:30, die kommen eigentlich immer so zwischen 6:30 und 7. Das sind Pokémon-Spieler, die sich hier regelmäßig jeden Mittwoch treffen. Und nach ihrem Spiel sich's gut gehen lassen. 5 Mangos, 1, 2, 3, 5 Mango-Burger, ja. Mit dem Wochenburger haben wir es jetzt, das waren die letzten 5 Stück, genau. Und da hängen wir dann auch immer da ein Schild hin. Das macht jetzt die Nadine heute mal. So, dann, ihr habt alles aufgegessen. Sold out. Die Woche mit dem Mango-Burger ist doch noch besser gelaufen als gedacht. Ein Chili-Cheese-Burger mit einem Single-Patty und Schärfe Level 2. 2 Diamond-Burger, jeweils 100 Gramm und mit Soße der Eva. Einer mit extra Bacon. Und eine große Portion Pommes mit einem Chipotle-Mayo-Dip. Für 2 Personen. Man entwickelt schnell eine Sucht dann, weil es so lecker ist. Nadine ist nicht nur für die Käseröllchen zuständig. Auch alles Handwerkliche im Imbiss ist ihr Ding. Ist das also doch ihre Zukunft? In der Gastro? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich finde Gastronomie sehr schwierig, weil es ist nicht sicher. Man kann nicht abschätzen, wie viel man so im Monat einnimmt. Und das ist mir alles zu kritisch. Ja. Kann ich verstehen. Naja, es ihm gefällt. Und Dimi hofft, dass sein etwas anderer Imbiss es auch über die momentan schwierige Lage hinweg schafft. Top Köchin. Ich
ja. Ja. Mein Mann ist ganz dick. Hey, Mann. Dritter Tag des Sindelfinger Internationalen Straßenfests. Und seid ihr bereit für den letzten Tag? Oh. Beim Fest helfen Dimis vier Kinder. 100% Motivation. Wenn ich noch 10 Kaffee kriege, dann schon. Keine Sorge, der Kaffee geht uns sicher aus. Anstrengend ist es trotzdem. Das sieht man auch uns jetzt ein bisschen an. Waren ja jeweils 12 Stunden und dann wenig Schlaf und was weiß ich, genau. Ich hoffe, dass wir schon um 18 Uhr ausverkauft sind. Das wäre nicht schlecht. Meine zwei Söhne waren von Anfang an nicht dabei. Und jetzt ist er auch schon mal dazugekommen. Aber so wie er gestern und vorgestern geschafft hat, das hat mich schon aufgebaut. Ja, das muss ich wirklich sagen. Da bin ich stolz darauf. Gibt mir auch Mühe, ja. Ja, das weiß ich doch. Alles gut. Man muss halt ein bisschen erstmal wachsen, weil die Mädels zum Beispiel, die Tina, die ist Top-Köchin. Ich, ja. Ja. Mein Mann ist ganz dick. Hey, Mann. Kein Wunder. Der Spieß ist natürlich selbst gemacht. Gyros wie früher zu Dimis Anfängen. Das geht schneller als Burger. Und es gibt Andrang, weil der Imbiss mitten im Straßenfest liegt. Ja, ich freue mich immer, wenn dann dieses Jahr kommt. Wobei es dann auch immer mit sehr viel Stress verbunden ist, aber... Es macht halt auch Spaß. Es erinnert mich zurück, wie ich mit 18 Jahren hier damit angefangen habe. An die 900 Gyros verkaufen sie am Wochenende. Es lohnt sich also für alle, in Dimis Diner durchzuhalten. Tochter Nadine weiß wie. Und ich mache dann auch gar keine Pause, wo ich mich hinsetze, weil dann stehst du nicht mehr auf. Wenn alle dabei sind und helfen, dann erträgt sich das schon, weil wir auch immer mal wieder Scherze machen. Tochter und Juniorchefin Tina bringt von einem der Stände ein Geschenk herein. Was haben wir denn? Ich glaube, das wolltest du doch gerade. Kartoffel und Käse und das ist Schafskäse und Grillgemüse, also perfekt. Frühstück ist da. Und da ist auch schon so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl, weil die stehen da ja auch in ihrer Hütte die 3 Tage lang ununterbrochen. Und so kriegt er von uns mal ein Essen und wir von dem. Also ist eigentlich ganz nett. Das ist ja auch das, was das Straßenfest ausmachen soll, diese internationale Gemeinschaft dann. Die lockt auch die Sindelfinger in die Innenstadt und zu Dimis Imbiss. Die meisten kamen extra fürs Gyros, das Highlight des Jahres. Derjenige, der Gyros mag, ist hier das Beste im Umkreis. Mitnehmen, was geht. Hauptsache, die Leute sind zufrieden. Ja, es sind auch nur noch ein paar Stunden, wenn es geschafft. Also ich habe gerade den Laden verlassen, 42 zurück, vielen Dank. Und da habe ich gemerkt, wie heiß es draußen ist. Ich gehe heute nicht noch mal raus. Ich bleibe lieber in meiner Küche. Ja, toll. Wird frisch gemacht, gell? Ja, das ist der letzte Spieß, 30 Kilo und dann ist vorbei, genau. Wir haben gestern um 11 Uhr abends schon war mal ausverkauft. Und da mache ich dann immer noch mal so ein riesen Ding drauf für eine Stunde. Das hat ja dann keinen Sinn. Sonst wäre ja heute nichts mehr da, weißt du? Genau. Genau. Selbstgemachter Spieß, selbstgemachte Fladen, selbstgemachte Dips. So. Geil, muss ich essen. Ganz klar. Ja. Und das soll im Imbissalltag nicht mehr gefragt sein? So nicht anders. Das ist ja frischer Schweinehals. Und dann wird es alles noch gewürzt, dann wird es auf den Tisch gelegt und dann wird es dann Schicht für Schicht aufgespießt. Das ist der ganze Tisch, da kommen dann die Gewürze drauf. Genau. Und eine Soße und dann wird es alles aufgespießt und dann ist es bereit für den Verkauf. Man kann sowas auch alles fertig kaufen, das war sogar noch günstiger, aber es schmeckt halt dann nicht so, wie wir es machen. Deswegen kommen sie auch alle zum Straßenfest beim Dimin Gyros essen. Das passiert leider auch nur einmal im Jahr, dass wir alle zusammen hier arbeiten. Dimis Kinder Tina, Nadine, Tim und Nick machen das nur für ihn. Ich kann mir andere Sachen vorstellen am Wochenende, als hier zu schwitzen. Der macht jedes Jahr eins, wie er in den Gyros, in den Spieß, so beißt, in den Groß, macht immer so. Und das ist das obligatorische Bild, das muss einfach sein. Wenn der Laden irgendwann mal zu ist, dann können wir wahrscheinlich eine Bilderstrecke machen, wie er jedes Jahr in diesen fetten Spieß gebissen hat. Das ist ein Bild und das kann ich dann auch wirklich immer nachgucken, wie ich mal so klein war und wie es jetzt halt 35 Jahre später immer noch diese Bilder. Okay. Aber dieses Foto muss auch sein, denn was wäre Dimis Diner ohne die Familie? Oh, wir müssen raus aus der Sonne. Wir sind rothaarig, wir sterben. Okay, hey, ich hab das war alles mal in der Stadt, aber es ist alles wieder raus. Ja. Und ich bin immer halt noch da und mach mein Ding. Und?
Und heute feiert er sein 35-jähriges Jubiläum. Ja, wir haben mal gestern Abend noch mal eine Salsa-Soße hergestellt, weil die ist ausverkauft, die war aus, die gab keine mehr. Und ich biete jetzt nächste Woche meine ganzen Soßen noch mal an, so als Special wegen den 35 Jahren, gibt es auch Prozente. Und ja. Dimis Töchter Nadine und Tina sind bei allem dabei. Und da muss irgendwo müssen hier Käsebällchen dabei sein, Barbecue. Da sieht man, das Rezept brauchen wir sehr oft, da haben wir auch schon ganz oft abgehakt. Das ist unsere geheime Chipotle-Soße. Das ist irgendwie so ein Ding von mir. Ich speichere immer alles. Also ich kenne auch Leute, die waren 10 Jahre nicht mehr da und ich weiß trotzdem, was sie noch wollen. Die tue ich gleich im Kühlschrank und das andere kannst du so lange draußen lassen, bis du es einmal aufgemacht hast. Da ist jetzt von allem was dabei, was sehr scharf ist. Und das ist normal, das auch. Dimis Stammkunden sind einfach treu. Seit 35 Jahren. Vom Gyros zum Burger. Alles haben sie mitgemacht. In Sindelfingen nicht selbstverständlich. Und die Stadtmitte ist schon ziemlich leer, muss man sagen. Es gab ja so viele Ketten. Das war alles mal in der Stadt, aber es ist alles wieder raus. Ja. Und ich bin immer halt noch da und mache mein Ding. Die kommen auch wegen mir und wegen dem Essen und alles zusammen halt. Das passt den Leuten und vor allem, weil sie auch einen Familienbetrieb unterstützen wollen. Wenn wir jetzt schon mal zu dritt sind, dann kann man auch mal, dann machen wir uns sind auch die Falafelausgang und die Käsebällchen haben auch nur noch 2 Stück. Und die müssen wir ja klar dann auch noch mal herstellen und die machen wir jetzt halt. Also in Griechenland sind es nur 2 Sorten, da kommt nur dieser Gouda rein und dieser Kefalotiri. Das ist so eine Art Parmesan-Hartkäse. Rekord war 9 verschiedene Sorten. Und das alles in der mini-kleinen Küche. Also ich mag das total gerne, was herstellen, auch mit meinen Händen. Ich werde es halt bereuen, weil meine Hände riechen nachher wie Sau nach Knoblauch und Zwiebel. Aber ich arbeite halt nicht so gern mit Handschuhen. Ich fühle immer gern alles. Das Plastik, da fühle ich mich nicht wohl. Aber früher mussten wir auch noch Kugeln formen. Ja. Das war dann richtige Handarbeit. Jetzt machen wir ja Patties, von daher. Aber diese Kugeln, das waren dann schon Tausende. Ja. Stimmt, ja. Und wenn ich heute Nacht ins Bett gehe und dann liegt irgendwann mal mein Arm so in meiner Gesichtsnähe, dann wache ich auf, weil die so nach Zwiebeln stinkt, dann muss ich die wegmachen. Es braucht 2 Tage, bis der Dampf raus ist. Ein bisschen Konkurrenz ist bei den Schwestern auch dabei. Na los, Challenge für die Herrschaft oder was? Hey, ich bin Maschine. Ja. Ah ja, guck, 103, perfekt. Aha. 100? Ich hab doch gesagt, Kippeffekte. Tja, dann hast du es. Außerdem sind meine viel schöner als deine, die sind voll zerbröselt. Ja, ich kümmere mich gleich. Ich wollte es nur sagen. Ja, ist okay. Das können ja die Zuschauer bewerten. Ein echtes Falafel-Battle. Was soll das? Du verwirrst die Zuschauer. Der Imbiss lebt auch von seinen geheimen, über Jahre ausgetüftelten Rezepten. So, jetzt sind es immer 25 Gramm. Und die müssen gut gerollt werden, sonst fallen sie auseinander. Und es wird natürlich mit Liebe gerollt. Ja, wir haben da absolute Fans. Aber ich glaube, mehr als 2 Portionen hat auch noch nie jemand geschafft, weil das ist einfach zu viel. Genau, der Käse. Und das steht ja auch nicht auf der Karte. Das wissen ja nur die, wo es wissen. Das ist ja so ein Geheimding. Genau. Zwischendrin schnell mal kurz feiern. Heute ist doch Jubiläum. Ja. Und da müssen wir auch ein bisschen anstoßen. Oh, vielen lieben Dank. Und dann haben wir noch was für dich. Und noch ein Geschenk. Kleines, auch noch. Dass du dich immer daran erinnern kannst, wer für dich da ist. Okay, vielen lieben Dank. Boah, die ganze Gruppe. Genau, alle, super, die immer zur Stelle halten. Das hänge ich gleich hier im Laden auf. Ja, doch. Und nur, dass du es weißt, das ist Mitarbeiterin des Jahres. Das ist Mitarbeiterin des Jahres. Letztes Jahr, dieses Jahr ist die. Gemeint sind natürlich die Schwestern, ja, rechts und links. Danke euch, auch dass es weiterhin noch läuft mit noch uns allen. Nochmal 35 machen. Das glaube ich zwar nicht, aber mindestens 5 noch. Ja, die 40 machen wir voll, die oder? Die 40 will ich voll machen, alles genau. Klar. Cheers. Okay, zum Wohl. Und vielleicht machen ja die Töchter weiter. Denn was wäre Sindelfingen ohne Dimis Diner? Ein Cheeseburger wurde bestellt. 3 brauchen wir. Ich habe hier auch noch mal 2. 3 Cheeseburger und eine große Pommes.